Willkommen, meine Damen und Herren, bei Inside Brüssel. Ziemlich festgefahren sind die Verhandlungen um das Budget der Europäischen Union. Sogar die Stipendien für Studenten, die am europäischen Erasmus-Programm beteiligt sind, könnten betroffen sein, warnt das Europäische Parlament. Im Zentrum des Sturms steht der Haushaltskommissar der Europäischen Union, Janusz Lewandowski, den ich sehr herzlich hier am Tisch von Inside Brüssel begrüße. Herr Lewandowski kommt aus der polnischen Solidaritätsgewerkschaft. Er hat als Privatisierungsminister geholfen, das Land weg von der Planwirtschaft in Richtung Marktwirtschaft zu führen. Herr Kommissar, diese harten Bandagen, die man zurzeit sieht in der EU zwischen Nettozahlern, die mehr einzahlen, als sie zurückbekommen, sehr, sehr aufs Sparen drängen, und anderen, die sagen, die Europäische Union braucht mehr Geld. Ist das Theaterdonner, der eigentlich normal ist vor Budgetverhandlungen, oder ist das nicht doch eine tiefere Krise? Gibt es immer, die Streit um Geld ist normalerweise, bringt Spannung. Das ist was normal. Diesmal wirklich, wir befinden uns nicht nur in finanziellen Krise, das ist auch Vertrauenskrise. Und deswegen Verhandlungen, diese Zeitfenster, die wir haben für November, muss man ausnutzen. Sonst sehe ich schreckliche Szenarien für Europa. Nächste Woche gibt es einen Sondergipfel der Europäischen Union. Wenn der scheitert, was wäre das schreckliche Szenario? Naja, ich glaube, die Hoffnung stirbt als Letzte. Und ich erinnere mich, was Jean Monnet hat gesagt, dass Europa wird in Krisen geschmiedet. Und deswegen so eine Prüfung zeigt, ob haben wir diesen gemeindlichen Geist noch in Europa. Die echte Frage ist, wie sollen wir mit Ultimatum von Großbritannien verhandeln? Das ist die echte Frage. Jetzt kennen wir die Basis, das ist der letzte Vorschlag von Herman Van Rompuy. Aber sonst bleibt die Frage von Ultimatum aus House of Commons. Was erwarten Sie von Österreich? Österreich hat in der Vorphase eine sehr harte Position unter den Nettozahlern eingenommen. Wenn der Bundeskanzler Faymann zu dem Gipfel kommt nächste Woche, was erwarten Sie? Wo hoffen Sie, dass die Österreicher nachgeben können, sich bewegen können? Alle kommen mit starken Positionen. Jetzt wenn diese Verhandlungen sind in die entscheidende Phase eingetreten, eine heiße Phase wirklich. Aus der Seite der Österreich brauchen wir der starken Wille zur Einigung vor allem. Das ist, was wir brauchen. Sonst geht es um Verhandlungen, die sollen fair sein, auch für Österreich im Vergleich zum Wohlstand. Und das ist möglich. Wir werden im Detail noch darüber sprechen. Im Studio begrüße ich Elisabeth Köstinger, stellvertretende Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament. Die Europäische Kommission hat diese Woche Frauenquoten vorgeschlagen auf europäischer Ebene. Die ÖVP, Ihre Partei, ist generell dagegen. Sie sind dafür. Sind Sie da eine Einzelperson mit dieser Meinung oder gibt es einen Meinungsumschwung in der ÖVP in Sachen Quoten? Nein, also ich glaube, man sollte sich diesbezüglich schon genauer auch den Vorschlag der Kommissarin Reding ansehen. Auch in der ÖVP gibt es verschiedene Gruppierungen, die sich sehr wohl auch dezidiert dafür aussprechen. Ich glaube, dass der vorliegende Vorschlag, so wie er jetzt von der Kommissarin gekommen ist, absolut diskussionswürdig ist, dass mehr Frauen einfach in Unternehmen auch Sinn machen. Meine Meinung ist aber, dass man diesen Vorschlag auch noch verbessern könnte, gerade was die Sanktionsmechanismen betrifft. Ich würde sehr dafür eintreten, dass wir anstatt zu bestrafen, eher Anreize schaffen für Unternehmen, diese Frauen stärker in Führungsposition bringen. Aber dass sich die Frauen in der ÖVP jetzt für eine positive Haltung gegenüber der Frauenquote einsetzen, ist das denkbar? Na, also die ÖVP-Frauen haben sich ja bereits auch für Quoten ausgesprochen. Naja, ich meine, es ist in der ÖVP ja immer eine sehr große Meinungsvielfalt gegeben. Das sehen wir ja mehr oder weniger in nahezu allen Themen. Das Wichtige wird der Diskurs sein. Und wir wissen, dass die freiwillige Selbstverpflichtung nicht funktioniert hat. In Europa haben gerade 24 Unternehmen diese freiwillige Selbstverpflichtung dann auch umgesetzt. Das ist absolut zu wenig. Und wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, wo wir sehen, dass mit sehr viel guten Zureden mehr oder weniger nichts erreichbar ist, dann muss man natürlich den weiteren Schritt auch gehen. Sie sind die einzige Frau in der ÖVP-Delegation. Fühlt man sich da nicht ein bisschen seltsam manchmal?
Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Herren. Ich weiß mich auch durchzusetzen, aber vor 3 Jahren, als ich ins Europaparlament gekommen bin, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, um Gottes Willen, Quoten auf keinen Fall. Wir wissen heute, dass nicht immer nur Qualität sich durchsetzt und dass gerade in diesem Bereich, was jetzt auch die Wirtschaft betrifft, was auch die Politik betrifft, es zum Teil schon sehr sinnvoll ist, wenn man manchmal etwas nachhilft. Ich begrüße FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin. Sie gehört der liberalen Fraktion an im Europaparlament. Sie vertritt ihre Fraktion im Frauenausschuss des Parlaments. Dieser Quotenvorschlag der Kommission war ja eine schwere Geburt. Vor 14 Tagen hat es noch nicht funktioniert. Warum war das so kompliziert? Tja, Frau Reding hat da wirklich so den Finger in die Wunde gelegt, glaube ich. Denn wenn man sich mal überlegt, welches Ausmaß, welche tatsächliche Relevanz der Vorschlag von ihr hat, verglichen mit anderen legislativen Vorschlägen, die es gibt, dann ist es vergleichsweise klein. Und dass aber es dann jetzt schon im Vorfeld eine solche Aufregung gab, zeigt, dass sie dann doch hier an tiefe gesellschaftspolitische Fragen rangeht. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig und auch sehr gut, dass sie sich jetzt da durchsetzen können. Und es war ja doch auch bemerkenswert, dass 4 männliche Kollegen mit Initiatoren dieses Vorschlags sind, nämlich die Kommissare für Wirtschaft und Finanzen, für Wettbewerb, für Binnenmarkt und auch für soziale Fragen. Da hat sie sich mächtige Verbündete gesucht. Und es zeigt eben, dass es eine durchaus ökonomische Relevanz hat. Wir werden in Europa älter, wir können einfach nicht darauf verzichten, dass Frauen nicht bis in die Spitze kommen können. Sind Sie in einer ähnlichen Situation wie Ihre Kollegin Köstinger? Sie sind dafür, aber zum Beispiel Ihre Justizministerin hat einen Brief an die Frau Reding geschrieben, dass sie diesen Weg keineswegs gehen soll. Also die FDP-Führung scheint da nicht genau zu wissen, was sie will. Nein, die FDP-Führung ist dagegen, die weiß genau, was sie will. Nur halte ich es für wenig überzeugend. Eine Partei, die ständig den Frauenanteil reduziert, wir haben weniger als 20% Frauen inzwischen, weil immer auf freiwillige Selbstverpflichtung gesetzt wird, zeigt einfach am eigenen Beispiel, dass nur nett sein und Frauen Preise geben und zu Ladies Lunches einzuladen nicht funktioniert. Man muss schon wirklich mit Anreizsystemen, die auch dann eben den Anreiz haben, eine Strafe zu vermeiden, arbeiten. Ansonsten ändert sich nichts. Also Frauenaufstand in der EU heute und vielleicht morgen auch in der FDP und in der ÖVP. Die Männer sind ja dabei, ich habe es ja gesagt. Wir werden darüber noch ausführlicher sprechen. Jan Trainer ist Europakorrespondent der britischen Tageszeitung The Guardian, noch nicht Kommissar. Großbritannien ist ja normalerweise frontal gegen alles, was aus Brüssel kommt. Jetzt in der Frage der Frauenquote hat sich die britische Regierung erstaunlich konziliant geäußert. Da ist es aus London, man wird sich das anschauen, man ist da nicht frontal dagegen, obwohl es am Anfang ganz anders ausgeschaut hat. Ja, am Anfang waren sie natürlich sehr, sehr hart dagegen. Sie haben einen Brief geschrieben und zusammen mit anderen EU-Mitgliedern versucht, eine Allianz gegen Frau Reding zu schaffen. Aber jetzt, gestern oder vorgestern, haben sie ziemlich besser reagiert auf die neuen Vorschläge von Frau Reding. Sie meinen in London, dass es nicht mehr so zwangsläufig, keine zwingende Vorschlag. Und sie wollen auch ein bisschen die Freiwilligkeit betonen. Und sie meinen die Rechtsanwälte, die Politiker, also es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen den Rechtsanwälten und den Politikern. Also in Brüssel hier in der Kommission meint man, diese 40% der Frauen in den Aufsichtsräten der Firmen, das wird natürlich auf europäischer Ebene passieren. Ich begrüße Philippe Ricard von der französischen Tageszeitung Le Monde. Zurück zur Frauenquotendiskussion. François Hollande hat ja ein Kabinett aufgestellt mit Geschlechterparität. Da gibt es genauso viele Frauen wie Männer. Es sind jetzt einige Monate her, dass die Regierung Hollande angetreten ist. Wird das honoriert in der französischen Öffentlichkeit? Spielt das eine Rolle, diese Parität? Ja, das spielt eine große Rolle. François Hollande ist nicht unbedingt dafür honoriert worden, aber Parität ist in der französischen Politik seit einigen Jahren pflichtig. Für die Wahlen müssen die französischen Parteien diese Parität respektieren. Das war ein großer Schritt damals. Nach einigen Jahren ist es zu feststellen, dass einige Parteien diese Parität nicht unbedingt respektieren. Das heißt, einigen Parteien lieber ist, Sanktionen zu bezahlen, finanzielle Sanktionen zu bezahlen, als diese Parität zu respektieren. Aber symbolisch ist das natürlich sehr wichtig.
die Hälfte der Wähler schafft, ist natürlich weiblich. Und deswegen ist das ein richtiger Schritt gewesen in der französischen Politik damals. Und das ist der Vorschlag von Frau Reding ist natürlich geht in diese richtige Richtung. Das ist aber nur ein Vorschlag. Es wird wahrscheinlich eine große, heftige Debatte zwischen den Mitgliedstaaten und auch selbst im EU-Parlament bestimmt provozieren. Aber das ist sehr symbolisch. Das ist nicht so stark wie wahrscheinlich am Anfang gedacht worden ist, aber trotzdem, das geht auch in diese Richtung. Wir werden darüber im Laufe der Sendung noch diskutieren. Wir kommen zu unserem Hauptthema. Wir haben es bereits angesprochen. Es wird eng um die Budgetverhandlungen in der Europäischen Union und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Die Europäische Kommission hat einen Budgetvorschlag für 2013 gemacht, der von vielen Mitgliedstaaten als viel zu großzügig angesehen wird. Dazu kommen unbezahlte Rechnungen aus dem laufenden Jahr. In absoluten Zahlen geht es um viel Geld. 9 Milliarden Euro sollen für 2012 noch locker gemacht werden. Aber insgesamt macht der Haushalt der Europäischen Union nur 1% der Wirtschaftsleistung aus. In die Budgets der Mitgliedstaaten nach Wien oder nach Berlin fließen mehr als 30 Mal so viel Finanzmittel wie nach Brüssel. Dass mehr Europa möglicherweise auch mehr kostet, das ist in Zeiten des Sparens schwer zu erklären. Darum geht es aber in der dritten Ebene des Budgetdisputs, beim sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2014 bis 2020. Es geht dabei um das grundsätzliche Verhältnis zwischen den Agrarausgaben, die nach wie vor der größte Posten sind, und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Auch aus Österreich waren zuletzt ungewöhnlich harsche Töne zu hören. Im Budgetdisput der Europäischen Union bekräftigt Österreichs Vizekanzler Michael Spindelegger, dass Österreich seinen Rabatt als Nettozahler behalten muss und Kürzungen bei den Förderungen für die ländliche Entwicklung nicht akzeptieren will. Wenn für uns weder bei der ländlichen Entwicklung noch beim Rabatt irgendetwas drinnen ist, dann können wir auch nicht zustimmen, so Spindelegger wörtlich. Dann gäbe es damit ein Veto. Das Wünschte war, es ist unermesslich und wir gehören zu den Nettozahlern und da müssen wir schon klar signalisieren, dass wir uns eine enorme Ausweitung des Budgets nicht vorstellen können. Dazu kommt, dass wir pro Kopf einen sehr hohen Beitrag an Brüssel zahlen, daher erwarten wir uns einen Rabatt. Andererseits brauchen wir die Entwicklung im ländlichen Raum. Die letzte Option ist immer, einer Sache nicht zuzustimmen. Es hat jedes Land das sogenannte Vetorecht, aber als letzte Option. Die erste ist, ein Verhandlungsergebnis zu erreichen. Auch Frankreich und Dänemark drohen mit einem Veto, wenn ihre Forderungen zum EU-Budget nicht erfüllt werden. Herr Kommissar, dieser Rabatt, den Österreich da bekommt, von dem die meisten Österreicher wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben, das sind 70 Millionen, manchmal 170 Millionen, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Warum soll Österreich diesen Rabatt aufgeben? Weil jetzt gibt es andere Staaten, die wirklich so einen Rabatt verdienen oder Kompensation verdienen im Vergleich zum Wohlstand. Und beispielsweise Schweden, Niederlanden, UK, Großbritannien ohne Rabatt und auch Deutschland. Aber im Vergleich zum Wohlstand, Österreich befindet sich nicht in dieser Gruppe. Und wenn Österreich in dieser Strategie von Österreich steht so Rabatt so hoch, das provoziert unmittelbar Italien, Finnland und die anderen Staaten, Dänemark. Und am Ende haben wir das System komplex teurer als im Vergleich mit was haben wir vorgeschlagen im Juni 2011. Also muss man berechnen, was ist besser, ob so eine politische Priorität festzusetzen als Kampfbegriff für Österreich oder wirklich berechnen, was kostet weniger. Ich glaube, die Pauschalsummen für vier Staaten kosten weniger als Vermehrung von Rabatten für fast für jeden. Jetzt sagen die österreichischen Politiker, wir waren so gut, wir waren so brav, wir zahlen so viel ein und wir werden jetzt dafür bestraft und müssen uns einen Rabatt aufgeben. Ja, das steht so hoch im Öffentlichen jetzt in Österreich. Ich bedauere.
weil gibt es andere Prioritäten, die wirklich wichtig für Österreich sind, wie ländliche Entwicklung beispielsweise. Es handelt sich schon um Lebensstandards im ländlichen Raum. Das sehe ich als legitim, als Priorität. Und wenn alle mit Rabatten Forderungen kommen nach Brüssel, da gibt es keine Einigung, wie ich glaube. Oder das System am Ende teurer ist, wirklich teurer, für alle. Allgemein, was antworten müssen Sie jenen, die sagen, überall muss gespart werden, überall müssen die Budgets runtergefahren werden, überall soll es Kürzungen geben. Warum ausgerechnet beim EU-Budget nicht? Warum muss das größer werden? Ach, ich höre viele Vorurteile. Und deswegen vielleicht sollen alle wissen, dass trotz der Erweiterung, es war sogenannte Big Bang Erweiterung 2004, die Haushalte von Europa sind weniger gestiegen zwischen 2000 und 2011 als die nationalen Haushalte, mit Ausnahme von Schweden und Deutschland, aber nicht mit Ausnahme von Österreich. Der Nationalhaushalt von Österreich ist stärker gestiegen als Europahaushalt, aber ohne Erweiterung von Österreich. Und das muss man wissen, auch wenn ich höre, jetzt alle kürzen und wir wachsen, das ist nicht die Wahrheit. 22 nationale Haushalte wachsen im 2012. Das bedeutet, dass nur diese 5, die sind unter Troika und müssen kürzen, kürzen wirklich. Und kann ich auch, da kann man prüfen. In diesem Jahr, der Haushalt von Österreich wächst mehr als Europa-Haushalt. Deswegen haben wir leere Kasse wirklich in Europa jetzt. Frau Köstinger, das Agrarbudget ist nach wie vor der größte Posten und der Kommissar hat es gesagt, Österreich sagt, also, da darf unter keinen Umständen gekürzt werden. Ist das wirklich sinnvoll, diese Dimension des Agrarbudgets, wenn man weiß, in der Landwirtschaft arbeiten, ich weiß nicht, 2-3% der Bevölkerung, ist das nicht ein falsches Verhältnis? Also ich glaube, grundsätzlich ein Fehler, der der ganzen Kommunikation permanent zugrunde liegt, ist, dass überhaupt kein Bewusstsein dafür vorherrscht, dass die gemeinsame Agrarpolitik der einzig wirklich vergemeinschaftlichte Politikbereich ist. Das heißt, dass der Agraranteil am Budget ja wirklich auf europäischer Ebene zusammenfließt und die nationalen Haushalte dann mehr oder weniger keine großen Beiträge mehr zur Landwirtschaft liefern können oder müssen. Wenn man sich das geschichtlich betrachtet, im Jahr 1985 hat der Anteil des Agrarbudgets noch 70% ausgemacht. Wahnsinnig viel. Mittlerweile sind wir bei rund 40%, wobei der Anteil der ländlichen Entwicklung 11% ist von diesen 40%. Und wenn man sich anschaut, was die Herausforderungen sind, so ist absolut zu sagen, dass der landwirtschaftliche Sektor ein sehr, sehr wichtiger ist und vor allem auch der Bereich der ländlichen Entwicklung wie ein Wachstumsfonds. Aber wäre es nicht auch für Österreich sinnvoller zu sagen, bitte investieren wir mehr in Technologie, in Forschung als in Landwirtschaft? Sind das nicht eher die Zukunftsbereiche? Gilt das nicht für Österreich genauso wie für den Rest Europas? Naja, also wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft essen müssen. Wir werden auch in Zukunft unseren ländlichen Raum bewirtschaften, beleben müssen, zukunftsfähiger halten müssen und das wird auch in Zukunft Geld kosten. Das ist ganz klar. Wenn man sich anschaut, die Europäische Union oder beziehungsweise auch im Vergleich zu den USA, die USA geben dreimal so viel für ihr Agrarbudget aus und für ihre Agrarsubventionen aus, als es in Europa der Fall ist. Und wir haben doch sehr, sehr viel mehr zielgerichtete Programme im Bereich Ökologisierung, im Bereich des Biolandbaus, im Bereich auch gerade für Österreich wichtig, den Ausgleichszahlungen für das Berggebiet. Wir wollen ja unsere kleinen Strukturen auch erhalten. Wir haben eine unglaubliche Wertschöpfung auch in den Kooperationen mit Tourismus, mit Gewerbe. Das heißt, die landwirtschaftlichen Betriebe sind ja die Lebenszellen im ländlichen Raum. Wenn wir hier Kürzungen machen und der Vorschlag von gestern vom Ratspräsidenten Van Rompuy würde für Österreich ein Minus von 30% in der ländlichen Entwicklung bedeuten. Wenn man jetzt auch weiß, dass in Österreich 2/3 des Einkommens am landwirtschaftlichen Betrieb vom europäischen guten Willen abhängt, dann sieht man natürlich auch, was das in letzter Konsequenz für Ausflüsse hat auf jeden einzelnen Betrieb. Und das sind Menschen, die darauf arbeiten. Gut zu wissen, dass die Agrarpolitik, das ist die einzige echte föderale Politik Europas. Wirklich 77% von Mitteln für Landwirtschaft geht durch
den europäischen Haushalt. In Forschung beispielsweise nur 7%. Also das ist die föderale Politik Europas. Frau Koch-Marin, wird das so bleiben, muss das so bleiben, dass die Landwirtschaftspolitik als wichtigster Punkt unantastbar bleibt in der EU? Also ich glaube, unantastbar ist die Landwirtschaft, sind die Mittel für Landwirtschaft schon jetzt nicht. Die Kollegin hat ja aufgezeigt, wie das in den Jahren schon runtergegangen ist im Verhältnis im Budget. Aber wo ich glaube, was aufhören muss, ist dieses unwürdige Gezerre um den Haushalt. Also wenn hier die Haushaltsverhandlungen stattfinden, dann denkt man ja Obama, Putin und alle sind gleichzeitig hier. Es ist ein Hochsicherheitstrakt, das EU-Viertel. Und hinter verschlossenen Türen sitzen dann die Regierungschefs zusammen und dealen irgendwas aus. So können Haushaltsverhandlungen nicht lange mehr ablaufen. Ich glaube, dass wenn man mit den Geld der Bürgerinnen und Bürger Europas umgeht, dass das transparent und öffentlich wie in jedem der Parlamente der Mitgliedstaaten ablaufen muss und wir dann hier eine parlamentarische, sehr viel stärkere parlamentarische Beteiligung haben müssen. Und noch dazu, ich meine, Deutschland ist auch eines der größten Nettozahlerländer. Nur auch da frage ich mich natürlich, die Regierung von Österreich, die Regierung von Deutschland, von UK, von Frankreich, alle haben sie den neuen Vertrag unterschrieben, den Lissabon-Vertrag, mehr Verantwortung nach Europa gegeben und dann wollen sie nicht mehr Geld dafür geben, damit diese Verantwortung auch dann ordentlich wahrgenommen werden kann. Da ist dann irgendwann doch auch ein bisschen was. Also mehr Europa für weniger Geld, das ist ein bisschen eine Quadratur des Kreises. Ja, ich meine, ich glaube, es gibt sehr selten, dass man von irgendwas mehr für weniger Geld bekommt und die Qualität steigt. Also würde mich wundern, wenn das sozusagen das neue Geschäftsmodell überall würde. Jan, der Kommissar hat erwähnt, die große Auseinandersetzung wird mit Großbritannien sein, um das Budget. Wie groß ist die Gefahr, dass dieser Gipfel nächste Woche platzen wird, weil der britische Premierminister nicht nachgibt? Sehr schwer zu sagen. Also in Ihrem Film, also der Herr Faymann hat gerade gesagt, also diese Vetokarte ist die letzte Option, das letzte, was man spielen darf. Also natürlich, Herr Cameron kommt nach Brüssel also mit der Vetokarte als Anfangsposition. Also er hat schon damit bedroht und gesagt, er hat schwierige Probleme in der eigenen konservativen Partei und natürlich auch im Unterhaus. Also die jetzigen Vorschläge von Van Rompuy gestern, die sehen so eine Verkürzung von ungefähr 20 Milliarden vor, also auf die vorherigen 7 Jahre. Das heißt, und das ist ein größeres Europa, das war ein Europa ohne Bulgarien, Rumänien, Kroatien zum Beispiel. Man kann in diesem Sinn argumentieren, und Cameron hat die Möglichkeit, also zu argumentieren vor dem House of Commons. Ihm hat es gelungen, also die Ausgaben in Europa zu verkürzen. Da politisch, wenn, das ist eine Frage des politischen Willens, reiner politischen Willens. Wenn er das will, kann er das. Aber man weiß es noch nicht. Und ich glaube, die Verhandler hier in Brüssel wissen das auch nicht. Also möglicherweise doch ein Weg des Kompromisses. Philippe Ricard, für Frankreich sind die Agrarförderungen immer eine heilige Kuh gewesen. Jetzt bei diesem neuen Kompromissvorschlag von Herman Van Rompuy wird auch ins Agrarbudget hineingegangen, dort mit Kürzungen. Ist das für François Hollande akzeptabel? Die französische Regierung hat darauf gestern reagiert. Das ist der EU-Minister, der hat gesagt, dass so ein Vorschlag nicht akzeptabel wird. Ich vermute aber, dass die französische Regierung von François Hollande vielleicht ein bisschen mehr Spielräume hat als der als die vorgängige Regierung unter Leitung von Nicolas Sarkozy. Die sind nicht unbedingt auf der Linie David Camerons, Kürzungen zu erreichen im Vergleich mit dem originellen Vorschlag der Kommission. Sie haben ein bisschen mehr Flexibilität im Raum gebracht, soviel ich verstehen kann. Aber das stimmt, was Agrarausgaben angeht, bleibt die französische Regierung in einer ziemlich harten Verhandlungsposition. Frankreich hat nicht unbedingt mit einem offenen Veto bedroht, aber sie haben ganz klar gesagt, es wird nicht akzeptabel sein. Ich vermute, bis zum nächsten Woche wird es eine Reihe von Verhandlungen geben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Abkommen beim nächsten Gipfel gibt, ist sehr groß. Ich vermute, der Kommissar sagt, das wäre eine Katastrophe. Was würde das bedeuten, wenn es kein Ergebnis gibt am nächsten Gipfel? Das ist eine Katastrophe. Zuerst ist das nicht so gut für das Bild Europas. Europa steht in einer sehr
tiefen Krise und eine Krise plus eine andere Krise, das ist nicht so gut, aber es wird bestimmt ein anderes Gipfel über Haushalt in den kommenden Monaten geben, um einen Kompromiss auf jeden Fall zu erreichen. Ich meine, Krise ist immer zu überwinden. Europa hat den Nobelpreis bekommen und das ist der Preis, der verpflichtet wirklich. Und das ist aber der Preis für Frieden und nicht für Budgetverhandlungen. Aber das soll auch Preis für Finanzfrieden für Europa sein. Das ist genau, worum es geht. Diese mehrjährige Perspektive, das ist wie Finanzfrieden für Europa und Investitionsvoraussehbarkeit für 7 Jahre. Das ist Wert an sich in der heutigen Krise. Wir haben es gehört, Vetodrohungen sind überall im Raum ausgesprochen, mehr oder weniger ausgesprochen. Wie geht man als Verhandlungsführer, der Sie ja sind für die Kommission, wie geht man damit um? In Verhandlungen, wo die Hälfte der Teilnehmer sagen, wenn sie nicht durchkommen, legen sie ihr Veto ein. Auch Österreich kündigt das ja an. Wir sind die Veteranen von Verhandlungen. Doch wissen wir, wie schwer es ist. Jetzt wird es schwieriger. Die Umgebung ist außerordentlich schwer, wirklich zum ersten Mal. Parallel zu diesen Verhandlungen über den mehrjährigen Haushalt gehen und schiefgehen auch Verhandlungen über den jährlichen Haushalt und Zusatz, was brauchen wir jetzt in 2012. Also wir haben echte Spannung. Hier spiegeln sich alle diese Tendenzen der heutigen Euro-Depression, wie ich glaube. Aber die Hoffnung stirbt als Letzte und das ist die echte Prüfung für Europa, wirklich. Ich wollte nur ganz kurz, also nach diesem Gipfeltreffen nächste Woche natürlich gibt es, selbstverständlich gibt es eine andere, ein paar Wochen später, im Dezember, und ein großes Gipfeltreffen über die Zukunft Europas, also was soll das, wie man das alles wieder neu machen, neu schaffen soll nach der Krise. Politische Union, Bankenunion, Bundesstaat, Eurozone und so weiter und so fort. Wenn es ein großes Versagen nächste Woche ist über diesen Haushalt, dann wie kann man überzeugend diese Nachricht, also von neuem Europa, politische Union, Eurozone, föderale Strukturen, ich finde das ein bisschen unmöglich. Es heißt ja manchmal, Budgets sind in Zahlen gegossene Politik. Und wenn man sich über das Budget nicht einigen kann, heißt das, das ist die Politik in Zahlen. Europa geht auseinander. Noch einmal ein Punkt, wo ich noch nachfragen möchte zu den Agrarförderungen für Österreich. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie finden, wenn sich Österreich mehr darauf konzentriert, seine Interessen in der Agrarfrage zu verteidigen und die Frage des Rabatts nicht so zentral nimmt, dann haben die Österreicher mehr Chancen, ihre Positionen durchzubringen? Ich bin kein Berater für Österreich, aber ich weiß, das ist die Erfahrung aus der Verhandlungen, wenn der Staat kommt mit einer Priorität, kann erfolgreich sein, aber mit 2 Prioritäten ist es schwer zu gewinnen. Der Bundeskanzler schlägt ja vor, Mittel aus diesen verschiedenen Rabattzahlungen, die Staaten bekommen, in einen Fonds für Jugendausbildung hineinzustecken, auf europäischer Ebene. Ist das realistisch? Das ist Kreativität. Not macht erfinderisch. Und sowas brauchen wir auch im Haushalt. Wir haben gezielte Linien im Haushalt für Jugend und diese kann man nicht unterfinanzieren. Beispielsweise jetzt, was betreut ist, ist Erasmus. Gerade jetzt. Das heißt, das Programm, das Stipendienprogramm für Studenten Mobilität, in ganz Europa. Der Jugend, ja. Wie stark ist diese Bedrohung? Also ich wollte da nochmal einfügen, es gibt natürlich jede Menge Sparmöglichkeiten, beispielsweise der Reisezirkus des Parlaments zwischen Brüssel und Straßburg. Eine belgische Zeitung, Le Soir, hat genau nachgerechnet, dass diese Reiserei exakt das gleiche Budget sind wie die Erasmus-Stipendien. Und insofern, wenn man an den richtigen Stellen ein bisschen den Rotstift ansetzt, dann kann man für die sinnvollen pro-europäischen Initiativen wie Erasmus dann sehr problemlos Geld finden. Also da gibt es eine Sparmöglichkeit. Sind Sie
beruhigt, was wir hören vom Kommissar, wenn sich Österreich wirklich auf die Landwirtschaft, auf die Agrarpolitik konzentriert, dann kann es vielleicht durchkommen. Aber auf der anderen Seite ist das eine richtige Priorität im 21. Jahrhundert jetzt, für so wichtig auch Landschaft und natürlich die Landwirtschaft ist. Kann das wirklich die Priorität eines Landes sein? Nein, das ist einer der Prioritäten. Und die Bundesregierung hat sich ja darauf verständigt, dass zum einen die ländliche Entwicklung, das ist ja viel mehr als jetzt wirklich nur die reine Agrarförderung. Das betrifft, in Österreich ist ja das, was alles Regionalpolitik mehr oder weniger ist, in der ländlichen Entwicklung verhaftet. Also da geht es wirklich um sehr viel mehr. Aber in der Regierung ist ja ganz klar auch gesagt worden, Infrastruktur, Wissenschaft, Forschung, das sind ja genau gleiche Prioritäten. Und da wissen wir ja auch in Österreich, dass wir sehr viele laufende Projekte zurzeit zu bewältigen haben. Sei es die Verkehrsprojekte wie den Brennertunnel, den Koalmtunnel, den Semmeringtunnel. Wir sind ja die Drehscheibe in Europa. Für uns ist das zum einen Beschäftigung. Und zum anderen sind das sehr langfristige Projekte, die es auch gilt zu bewältigen. Aber zu dem Punkt der ländlichen Entwicklung. Österreich verbessert natürlich die Nettozahlerposition erheblich über die Rückflüsse der ländlichen Entwicklung. Das sind kofinanzierte Mittel. Das heißt, jeder Euro, der von Österreich an die Europäische Union bezahlt wird, wird mehr oder weniger verdoppelt und geht wieder zurück ins nationale Budget, beziehungsweise dann eben auch in die Regionen und in die Bundesländer. Ja. Ich möchte den Kommissar noch etwas fragen, weil das in der österreichischen Diskussion, auch in der europäischen Diskussionen die große Rolle spielt, die guten Bezahlungen für die Beamten, für die Eurokraten. Das liest man in vielen Zeitungen, man könnte doch einsparen, wenn man die Beamten in der Kommission, überhaupt in Brüssel, etwas weniger gut entlohnen würde. Ist das ein Bereich, wo es wirklich möglich wäre, etwas einzusparen? Sind die EU-Bürokraten zu gut bezahlt? Ja, vor allem die europäischen Steuerzahler bezahlen, finanzieren keine übermäßige Verwaltungsstruktur. Die Verwaltungskosten, es ist Anteil von Verwaltungskosten, es ist 6%, weniger als 6%. Und Beschäftigung weniger als im Mairie de Paris, im Rat von also Paris. Im Rathaus von Paris. Aber hier gibt es wirklich einen Spielraum, nicht zu viel, aber sehr symbolisch. Vielleicht diese Vorschläge, die haben wir gemacht. Ich kann nur so ein Versprechen geben. Inzwischen 50 Jahren, die Zahl der Posten ist gewachsen. Aber 2013 ist schon die Wende. Schon die Wende, weil wir haben Kürzungen, was betrifft die Zahl der Posten. Und dann gehen die anderen Forderungen ab. Spielraum ist wirklich begrenzt. Es sind die Kosten für Pensions, wie Pensionen. Sagt man, Pensionen. Und da in diesem Bereich kann man nicht zu viel machen. Aber vielleicht nur ganz kurz ein Einwurf, weil das gekommen ist bezüglich Straßburg. Ich meine, das Europaparlament hat sich ja schon des Öfteren mehrheitlich dafür ausgesprochen. Yes. Das geht ja in der Debatte generell ja auch unter. Faktum ist, dass das Europaparlament selbst ja nicht über den Sitz entscheidet. Das ist in den EU-Verträgen festgeschrieben. Das braucht eine Einstimmung in der Abschaffung. Das heißt, wenn jetzt die Staats- und Regierungschefs fordern, wir müssen bei uns einsparen. Ja, Sie haben es in der Hand. Aber natürlich, Straßburg ist natürlich das Symbol der deutsch-französischen Versöhnung nach 1945. Und Frankreich hat ganz klar gesagt, also da lassen wir nicht. Ja, man muss auch Kompensationsmöglichkeiten finden. Es gibt auch da eine ganze Reihe von Ideen. Es werden ständig beispielsweise neue Agenturen geschaffen für einzelne Politikbereiche. Wir haben einen gemeinsamen auswärtigen Dienst. Wir werden zunehmend, man sieht es ja auch schon, das deutsch-französische Korps, das europäische Korps, der militärische in Straßburg. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ich wollte einen Punkt, was die Privilegien angeht, noch anfügen oder Hochbezahlung. Es gibt sicherlich an vielen Stellen Möglichkeiten einzusparen, gerade was zum Beispiel Urlaubstage angeht oder bezahlte Heimreisen. Und das wird auch gemacht. Diese Vorschläge liegen alle auf dem Tisch. Und es wird einen sogenannten Haarschnitt geben, auch bei den Ausgaben für die Mitarbeiter der Institutionen. Die müssen schon den Gürtel enger schnallen. Nur, finde ich, muss man auch hier die Kirche im Dorf lassen. Es sind
so viel weniger Leute, als so gemeinhin immer als Chimäre aufgebaut wird. Und was diese Nettozahlerrückflüsse angeht, liegt mir auch noch am Herzen zu sagen, man darf nicht immer nur auf das gucken, was geht ins EU-Budget rein und was geht aus dem EU-Budget aus wieder zurück. Österreich liegt in der Mitte Europas, Sie haben es aufgeführt, Deutschland gilt es genauso und wir profitieren so von diesem gemeinsamen Markt, das kann man gar nicht beziffern. Da sind die Geldflüsse ins Budget und wieder raus aus dem Budget wirklich kleine Hausnummern zum ökonomischen. Ganz kurz noch zur Frage Straßburg, Philipp, ist da irgendwie denkbar, dass sich die französische Position bewegt? Denkbar kaum, das ist bis jetzt noch ein Tabu. Ich rede von was ich betrachten kann aus der Regierungskreise und so weiter. Persönlich wäre ich kein großer Anhänger, das Parlament in Straßburg weiterzusetzen, weil das ist natürlich Geld verschwendet. Aber es wäre natürlich ein zusätzliches Problem in den Beziehungen zwischen den Staaten. Ich weiß nicht, ob das unbedingt haben soll. Es kann Kompensierungen für Frankreich und Straßburg finden werden. Ich bin der Meinung, man sollte sich in Frankreich besonders die Frage stellen. Das wäre ein sehr gutes Signal, interessantes Signal. Man braucht kein Veto, um diese Frage zu regeln. Aber das ist etwas, das nicht so gut ist, diese Geldverschwendung in gewisser Masse für das Bild Europas. Und ich glaube, so eine Kleinigkeit soll man regeln. Aber diese Haushaltsdebatte, das ist eine viel breitere Diskussion. Und das stimmt, dass bis jetzt, das ist eher ein Kampf zwischen verschiedenen Egoismus als ein Wettbewerb für mehr Solidarität. Wir wechseln das Thema und kommen zum neuen Quotenvorschlag der Europäischen Kommission für mehr Frauen in Aufsichtsräten. Vorbild ist Norwegen, das als erstes Land eine solche Regel eingeführt hat. 40% der Aufsichtsratsposten müssen weiblich besetzt sein, sonst drohen schwere Strafen. Die Zahlen im Rest Europas sind bekannt und sie sind ziemlich triste. In den börsennotierten Unternehmen in Österreich sind nur 11% der Aufsichtsräte weiblich. Der Vorschlag der Europäischen Kommission lautet jetzt, dass bis 2020 wie in Norwegen 40% der Aufsichtsräte Frauen sein sollen. Die Vorgabe soll europäisch werden, vorausgesetzt, das Europaparlament und die Mitgliedstaaten sagen ja. Schon im Vorfeld waren aus mehreren Hauptstädten wütende Proteste zu hören, aber Viviane Reding, die Justizkommissarin, präsentiert den Vorschlag als großen Durchbruch. Wir haben sie, die Frauenquote. Nach jahrzehntelangen Diskussionen, nach jahrzehntelanger gescheiterter Selbstregulierung war es klar, dass wenn man weibliches Talent einsetzen möchte, und das muss man im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung, dann geht es nur über ein Gesetz. Das Kollegium der Kommissare hat diesem Gesetz zugestimmt, also bis 2020 40% Frauen in die Aufsichtsräte und falls das nicht geschieht, Sanktionen. Herr Kommissar, Sie gelten als einer jener Kommissare, die nicht hell begeistert waren am Anfang von diesem Vorschlag. Hat Sie diese Frauenrevolte jetzt doch überzeugt? Ja, wir haben ein anständiges Kompromiss ausgearbeitet. Niemand bestreitet, dass die Frauen sind unterrepräsentiert. Das ist die Wirklichkeit. 13% im Durchschnitt europaweit im Führungsgremien. Also muss man was machen. Aber was betrifft meine Stellung, ich bin im Kommunismus gewachsen, wo alles wurde von oben geregelt, nach einem Standard. Moskau weiß besser. Und die Privateigentumrechte wurden ruiniert. Und deswegen für mich wäre diese Flexibilität nicht immer umstrittenes Ziel heiligt alle Mittel. Und ich war für mehr Flexibilität für Mitgliedstaaten, weil die Empfindlichkeit in vielen Staaten ist wirklich unterschiedlich. Und deswegen glaube ich, jetzt haben wir einen Kompromiss, mit diesem Kompromiss alle können leben.
Ich höre von der Regie, der Kommissar muss gehen. Sie haben einen wichtigen Verhandlungstermin ums Budget. Normal, yes. Wir bedanken uns, dass Sie da waren. Wir führen die Diskussion weiter. Aber wir freuen uns, wenn Sie so erfolgreich bei den Verhandlungen sind, wie Sie hier in der Diskussion die Kommission, die Position der Kommission vertreten. Und danke, Herr Kommissar. Danke. Frau Koch-Merin, die Position, die der Kommissar gerade, die Meinung, die der Kommissar hier vertreten hat, eigentlich die Wirtschaft soll da ohne Vorgaben von oben, ohne Vorgaben von Europa Frauen mehr Chancen geben. Ist das nicht etwas, das weit über Polen oder über die Länder, die im Kommunismus waren, hinaus eine sehr, sehr starke Meinung ist, gerade in der Wirtschaft? Die FDP ist ja eine Wirtschaftspartei. Ja, es geht natürlich hier auch um die Verteidigung von alten, verteilten Pfründen. Und jeder, der was hat, möchte es gern, nicht so gern abgeben. Das sehen wir beim Budget genauso wie bei der Quote für Aufsichtsräte. Da haben sich die Herren der Schöpfung es bequem gemacht. Und natürlich ist das etwas, was ungern aufgegeben wird. Es ist ja nicht von ungefähr eine Richtlinie. Das heißt, die Zielvorgabe wird von der EU formuliert. Wie es dann erreicht wird, bleibt jedem Land selbst überlassen. Es ist also nicht so, dass die EU vorgibt, dieses und jenes und welches muss gemacht werden in Österreich, in Deutschland, Großbritannien, sondern es ist eine Richtlinie. Zielvorgabe, jeder macht seinen eigenen Weg. Und ich halte es für sehr richtig, dass Europa dieses Ziel gemeinsam vorgibt. Wir haben in unseren gemeinsamen Verträgen bestimmte Prinzipien miteinander vereinbart. Und auf die beruft sich ja Frau Reding auch in der Begründung ihrer Richtlinie. Und das Problem, was Europa gemeinsam hat, dass wir als Kontinent immer älter werden und wir brauchen einfach den jeden gut Ausgebildeten als Arbeitskraft, ob es Mann ist und Frau, das können wir über Zuwanderung nicht regeln. Aber sind da die Aufsichtsräte wirklich der richtige Ansatz? Die Macht liegt bei den Vorständen erstens und zweitens für eine normale Bürgerin ist wahrscheinlich ein Aufsichtsratposten etwas, was weit weg ist. Das wird das Leben der Frauen nicht wirklich verändern, wenn sich in den Aufsichtsräten jetzt mehr Frauen gibt. Nein, also seitdem wir eine Kanzlerin in Deutschland haben, ist das Selbstbewusstsein von Frauen, die natürlich nicht selbst Kanzlerin werden, trotzdem ein anderes, in dem Sinne sagen wollen, auch Frauen werden Kanzler. Und es gibt jede Menge Kinder, die fragen, Mama, können Männer noch Kanzler werden? Weil die jetzt aufgewachsen sind mit einer Frau als Landeschefin. Das ist eine andere Wahrnehmung und das ist ähnlich bei den Aufsichtsräten. Frau Kestinger. Entschuldigung, vielleicht nur ganz kurz da auch einzuhaken. Also es geht ja wirklich nicht darum, dass die Europäische Union in das kleine Unternehmen mit 10 Mitarbeitern eingreift, sondern es soll wirklich viel mehr einfach ein Vorbild auch geschaffen werden. Und ich glaube, das ist schon auch die Aufgabe, vor allem wir diskutieren hier über einen Vorschlag, der erst geltend wird bei börsendotierten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von, 50 Millionen Euro und 250 Mitarbeitern, also wirklich auf einem extrem hohen Level. Und gerade dort brauchen wir Frauen, die einfach eine Vorbildfunktion dann auch einnehmen. Und es geht auch nicht erstens von heute auf morgen und es muss viel tiefer auch angesetzt werden. Wenn man sich in Österreich beispielsweise anschaut, die Hochschulabsolventinnenquote liegt bei 60%. In der Führungsebene findet man aber dann, da kann man sie wirklich suchen. Ne? Und das ist einfach ein riesengroßes gesellschaftspolitisches Thema auch. Und ich glaube, da müssen wir viel stärker ansetzen. Sie sagen, Sie haben vor ein paar Jahren noch, waren Sie gegen die Quote, jetzt sind Sie dafür. Was war für Sie das entscheidende Argument, dass Sie gesagt haben, ich verändere meine Position? Also ich glaube, in einer gewissen Ebene erlebt man das dann schon sehr intensiv, wie schwierig es ist, Frauen dorthin zu bringen, weil einfach der überwiegende Teil Männer sind, die sehr eigene Art des Netzwerkes auch bilden, sich gegenseitig da sehr stark unterstützen. Das ist unglaublich schwer, als Frau zum einen hineinzukommen, dann auch Fuß zu fassen und dann auch noch erfolgreich zu sein. Und alles, was dann mehr oder weniger von außen auch kommt, was Frauen unterstützt, ist absolut zu begrüßen. Jan, wie sehr ist dieser Vorschlag verwässert worden? Das ist ja eine Quote. Es ist schon verwässert worden. Also ja. Vor 3 Wochen war das ganz ein anderer Vorschlag. Wie du sagst, das ist nur die Aufsichtsräte, nicht die Vorstände, wo die Macht liegt und so weiter und so fort. Die Mitgliedsländer haben sehr, sehr breiten Spielraum, also über die Strafen, wenn überhaupt irgendwelche Strafen geben soll und so weiter. Aber politisch
Also erstens glaube ich, Frau Reding führt also eine Art Wahlkampf hier. Ja? Also für die Wahlen 2014 und wer soll, also, und ganz geschickt. Also das erste Mal in dieser Kommission, in dieser College von Kommissaren von Barroso vor 3 Wochen, haben die einen gesetzlichen Vorschlag also weggeworfen. Das ist niemals passiert. Ich habe mir gedacht, das ist sehr, sehr unklug politisch. Aber jetzt habe ich mir umgedacht. Ich meine, ja, warum soll es nicht mehr tiefgreifende, grundsätzliche Auseinandersetzungen innerhalb dieser Kommission sein? Das ist eine gute Sache für die Demokratie, für die Politik. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Frau Reding führt einen Wahlkampf für sich selbst? Ja, es kann sein, dass sie hat ziemlich ehrgeizig und wenn es überhaupt also eine direkte Wahl für einen europäischen Präsidenten soll, also 2014 oder zumindest also irgendwelche Nominierungen, dann spielt sie eine Rolle dabei. Sie könnte eine Spitzenkandidatin werden der Europäischen Volkspartei bei den Europawahlen 2014. Ist das realistisch, Frau Köstinger? Ja, sie ist mit Sicherheit eine heiße Anwärterin. Es gibt natürlich auch noch andere sehr fähige Personen auf der europäischen Ebene. Ich glaube generell, dass alles zu begrüßen ist, was die Kommission macht, um auch der Bevölkerung zu zeigen, dass da nicht einfach irgendwelche Beamten sitzen, die irgendetwas in Hinterzimmern sich ausdenken, dass da im Gegenzug wirklich auch Personen dahinter stehen, die für eine Sache eintreten, die versuchen auch durchzusetzen, den Diskurs führen. Das ist ja auch sehr wichtig. Es sind ja auch alle Gegenargumente zu hören. Und wenn das natürlich die Person Viviane Reding ist, dann spricht da meiner Ansicht nach nichts dagegen. Also sie macht das meiner Ansicht nach sehr schön. Das wird ein interessanter Wahlkampf für die Europawahlen 2014. Vorher gibt es Wahlen in Deutschland, vorher gibt es Wahlen in Österreich. Das nächste Jahr wird ein Wahljahr in Europa und das macht all die Entscheidungen nicht einfacher. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für die fachkundige Diskussion zu einer Vielzahl von Themen. Ihnen zu Hause ein Dankeschön, dass Sie dabei waren. Inside Brüssel gibt es wieder nächste Woche. Regionalkommissar Johannes Hahn wird unser Gast sein, gemeinsam mit Europaabgeordneten und Korrespondenten aus verschiedenen Ländern. Am gleichen Tag, zur gleichen Zeit. Es geht weiter mit informativem Fernsehen in ORF 3.